Max Doklosser fragt Pete Smeet: Habt ihr eure Künstlernamen eigentlich in euren Personalausweis einschreiben lassen? Das mit dem Personalausweis wusste ich bislang ehrlich gesagt nicht mal, dass es geht. Voll cool. Aber nee, mache ich nicht. Würde ich auch nicht machen. Jonathan J. Apelt? Nee, hab schon genug Namen da drin stehen. Nö, hab ich nicht. Ja, also meinen Künstlernamen Kesselmark werde ich, glaube ich, nicht eintragen. Auch Sepp ist jetzt nicht unbedingt der Künstlername schlechthin, den ich so eintragen lassen müsste. Vielleicht macht das ja der Peter mit Pete Smeet, aber ich glaube, von uns ist keiner so abgehoben, dass er meint, boah, das ist der Name, den trage ich mir in den Ausweis ein. Nee, habe ich bis jetzt noch nicht eintragen lassen. Habe ich aber tatsächlich, falls ich meinen Personalausweis aus irgendwelchen Gründen nochmal ändern müsste, würde ich es eintragen lassen. Tatsächlich würde ich dann hinten drauf Künstlername Der Hardy. Fände ich ziemlich geil. Nein, habe ich nicht. Ich meine, warum auch? Ist halt mein Nachname. Warum sollte ich mir sowas dann irgendwie eintragen lassen? Nochmal extra, dann würde ich ja Dennis Brammen heißen. Das wäre meiner Meinung nach nicht sehr klug. Nee, meinen Künstlernamen habe ich nicht in meinen Personalausweis eingetragen. Das sehe ich da den Sinn nicht so wirklich dahinter. Warum sollte man das tun? Also was, ich meine, warum? Mein Personalausweis ist gut, so wie er ist. Also, nee, habe ich nicht gemacht.